Scheiße! Ah, Herr, Herr Ruf! Da, da, da ist hier! Ja, hier! Sabe, Bebse! Chodet! Ha? Bede duk ani khayet. Faules Dreckspack! Macht euch mal nützlich! Den Göttern sei Dank! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey, wir sind eine Mauer! Ich schlitze dich auf! Hey, hinter mir, Ned! Bringen wir die ältesten Einwohner für eine Befragung. Wir müssen aufholen! Arbeitet zusammen! Das ist ein heiliger Ort! Der Tempel des Amun! Stirb, du Sau! Ja. Oh. Ist es eigentlich schwer, so ein Meister-Idiot zu werden? Die Götter werden dir nicht vergeben. Gute Nachricht? Oh. Probleme im Handel. Mist! Hier gibt's Ärger! Besser genug. Das kannst du. Dies ist ein heiliger Ort, ich leihe. Der Tempel des Amun. Binde deine Mauer. Das werden dir nicht vergeben. Vielleicht sollten wir mehr schleichen.
Hier sollte ich vorsichtig sein. Bayek, was hast du hier verloren? Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Einfach so einsperren. Die Götter werden dir nicht vergeben. Findet mehr, Priester. Die Götter werden dir nicht vergeben. Hey! Dies ist ein heiliger Ort, der Tempel des Amun. Bayek, bist du es wirklich? Den Göttern sei Dank. Dieser Irrsinn muss aufhören. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Dann war da hinten noch den... Einschlagen. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe.
Holt mich hier raus! Geht es euch gut? Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon. Versteckt euch, bis ihr aus dem... Bei Amuns Gnade. Das waren alle. Nardiu, studiert! Was? Merkwürdig. Kommt der jetzt? Hier drüben! Hey! Wir haben es geschafft. Seht, was aus ihnen wird, die Medunamun dem Priester des Pharao nicht gehorchen. Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge. Ihr verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios, dem Herrscher beider Länder. Stirb, du Wurst! Ja, hier! Raffinerie! Bei den Göttern Amun und Isis. Bayek ist zurück in Siva. Wo ist der Typ hingerannt? Nick Ennis Sejeriet.
Narr! Was denkst du dir dabei? Okay, gucken wir mal auf die Map. Tür der Hauptmann. Achso, das haben wir schon gemacht. Gut. Statue. Ich glaube, da gibt es auch noch irgendwas, ja? Gehen wir mal dahin. Wo ist die Statue jetzt? Right position, Gerech. Gebt den Weg frei! Hey! Gebt den Weg frei! Bist du krank im Kopf? Bitch, schaut! Nardiu, studiert! Ptolemäus, er hat uns allen großes Leid gebracht. Die Statue wurde zerstört, aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. So. Stelle. Schmied. Stufe 4. Haben wir jetzt Stufe 4? Ja. Könnten wir doch eigentlich mal... den ausrüsten. Und Karte, Karte, Karte. Immer noch ein Fragezeichen. Gehen wir gleich mal hin. 120 Meter. Irgendwo da oben, okay. Dann gehen wir da mal hoch. Du hast es! Krieg ich es zurück? Was ist das? Voodoo-Puppe oder? Okay, das spielt so ein Kessel. Cool. Okay.
alles übersehen. Oh ja. Okay, man kommt nicht überall rein. Fein, dann kommen wir mal zum nächsten. Schnellreise gesperrt. Da kommen wir schnell. Ach so, wir können dann wieder da Schnellreise machen. Dann schalten wir die gleich mal frei. Kiste, finde ich super. Können wir auch noch? Nee, haben wir voll. Wunderschön. Ah, der Steinkreis. Nicht lange her, dass ich mit Remo hier war. Stufe 3, ist immer gut. Schade ist nur... Ne, das ist Bogen. Wir können jetzt nicht so rennen, ne? Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chenzira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chenzira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Ja. Quest versteckt. Zack. Dann gehen wir mal rein. Fackel. Oh, schön. Gut, dass wir die Bitrate nochmal höher gedreht haben und einfach nochmal von vorne wickeln können. Okay. Ja, wird uns jedenfalls beistehen. Du wirst beliebt werden und ja. Herr der Schönheit. Aber wo ist der Kleine?
Wie ist der bloß dann hier durchgekommen, wenn hier alles zu ist? Und hier sind noch mehr Wege. Und hier sind noch mehr Wege. Okay, aber hier kommen wir nicht raus. Dahinter scheint es aber rauszugehen. Ich finde es übrigens geil, wenn du mit der Fackel an die Spinnnetze kommst. Wie es wegbrennt. Wie ist er hier durchgekommen? Ja, genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, was ist das denn? Okay. Oder von TV von Netap. Ja. Okay. Mew-Wette, Mew-Wette. Das große Kader, schöne Wetter. Ja. Die Katze, die auch mumifiziert wurde und hier abgelegt. Okay, das scheint dann Sackgasse zu sein. Nee. Warte mal. Wieder die Kammer. Ist auch der Kleine. Chenzira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Ich wollte nur... Du solltest hier nicht sein. Ich versteck mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön. Ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Sieh nur! Was ist das? Das würde ich selbst gern wissen. Es muss ja alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Wie bist du reingekommen? Da lang. Aber da sind die Hyänen. Bayek, ich will dir was sagen. Naja... Was ist denn, Chenzira? Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht... Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemanden schadet, wenn ich es ihnen sage. Chenzira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Na ja. Bleib in der Nähe. Sieht halt nicht, ne? Wenn man die Spinnnetze kommt. Na super. Weil wir hätten ja einfach den Weg zurückgehen können. Nein, wir gehen einfach weiter rein. Chenzira, verstecken! Sie sind noch hier! Hilf mir!
Es ist sicher. Geh besser nach Hause. Bayek, darf ich dich was fragen? Wozu? Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja, du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Jetzt ab nach Hause. Kommt man hier eigentlich wieder? Wieder rein? Cool. Aber wir kommen hier nicht mehr hoch, okay. Okay, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Doch schon so weit hinten. Gut, dass wir ein bisschen schnell reisen haben. Da haben wir noch Schatz plündern. Da haben wir auch noch ein Fragezeichen. Da hinten ist auch noch eine Mission. Stufe 5. Nebenquest die Heilerin Stufe 3. Dann machen wir das. Können wir hier auch schnell? Ja. Machen wir da schnell Reise hin. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Also was heißt gleich, ne? Ich sag tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, ciao.